herzlich willkommen zu dem Europa League Halbfinale Rückspiel zwischen FC Chelsea und FC Basel. Hinspiel war 2:1 für Chelsea. Und bei mir, ich darf nur nicht spielen mit Demba Ba und du darfst nicht spielen mit Zua oder so, wird mit Z geschrieben, also Zua, so mäßig. So, ich spiele aber mit dem Lampard. Mit dem Lampard. Ja, das spielt ja eh nicht. Natürlich. Mit dem Terry. Ich spiele einfach, ich ändere da für nix. Machen wir das mal so. Boah, ich muss voll viel ändern. Hazard spielt auch nicht, glaube ich. Doch, Hazard spielt, Juan Mata spielt. Ja, okay, alles tipptopp. Anstoß ist um 21.05 Uhr. In Chelsea. Muss ich auch direkt sagen, ich glaube, Chelsea wird die, was heißt, abschießen, aber... Chelsea wird gewinnen. 3-0. Sag ich direkt schon, Tipp hier raus. Und du, sag eben deinen Tipp. 2-0. 2-0, ja. Natürlich gestern Bayern hammermäßig, deutsches Finale. Ja, ich sag 3-1. Ja? Ich sag, die kriegen Tor, ja. Oh, schade. Ja, gestern Bayern, deutsches Finale, perfekt gemacht, wunderbar. Der rennt weiter. Ja. Also, war mega gut. Keiner gesperrt noch dazu. Das heißt, also, jeder darf voll spielen. Götze wird wahrscheinlich auch noch fit werden, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Das gibt es nicht, ey. Da ist unfassbar. Kann sein, dass dieses Orakel, obwohl das Orakel, da kommt ungefähr um 8, so, da dürfte ich hinbekommen. Gestern, da kam leider viel zu spät, aber das haben wir ja schon im Video gesagt. Morgen kommt der Lars mal zu mir und dann werden wir das Problem mal wahrscheinlich beheben mit dem Sound. So geht der jetzt zwar auch, aber das ist verdammt umständlich dann für mich und deswegen, okay, war kein Fall, nee. Ball gespielt. Gemacht. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Er geht dem Ball ja nicht entgegen, du. Was soll ich dir noch sagen? Ja, Bayern gestern war mega gut. Also, dass die 3-0 gewinnen, hab ich nicht gedacht, ey. Aber ich hätte auch nicht, aber Messi ist nicht verletzt, haben sie gesagt. Also, der war fit. Dann weiß ich nicht. Aber kein Abseits. Oder Trillion. Ja, dann noch. Kann man auch. Boah, da. Ist ja logisch, dass es im Abseits ist. Klares Abseits. Da freut sich der Trainer. Die Situation wurde geklärt. Ein wunderschönes Zuspiel. Abgefangen. Ja, mal offensiv hier. So, also offensiv jetzt nicht. Unbedingt. Das sind zwar 3 Euro ins Phrasenschwein, aber man sieht hier, Fußball ist ein Mannschaftsspiel. Was kämpft der eine da, Alter? Hm. Als ob der gekriegt hätte. Ja, hab ich gesehen. Attacke mit Grätsche. Ja, das war wieder am Faulen, okay. Ja, lass noch mehr Vorteil immer machen. Immer am Faulen, die Chelseaianer. Londoner. Chelseaianer. Ich wollte immer sagen, ja, immer die von Chelsea, sondern habe ich immer gesagt, die Chelsea. Ja, super. Das. Nee. Da hat er! Ey. Ich kann gar keinen von Basel doch ein. Da ist er frei. Haben wir letztes Mal schon drüber geredet, glaube ich. Ich kenne nur ein paar. Ich kenne Stocker, kenne ich. Ah, das kann sein. Dann die beiden Freis halt. Dann diesen komischen, der mega gute über rechts eigentlich. Soll auch wieder ein Talent sein, soll auch, weiß nicht, wer dran sein. Ja, da ist alles zu. Ganz sicher hat er das gemacht. Ich würde defensiv, ja, ne? Offensiv. Ah, wieder noch. Ja, genau. Ja, stark, der Ramirez. Mhm. Ja, hab ich ja letztes Mal schön 5 Euro verloren im Hinspiel. Da war nicht im Hinspiel. Das war eine Stundenfolge. Ja, oder eine Stundenfolge. Da habe ich mit meiner brasilianischen Mannschaft, glaube ich, gespielt. Ja. Die Torres gefällt mir nicht, ey. Ja, genau. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die
Boah, Torres, ey. Der ist so schlecht. Aha. Jawohl. Schüsse gehen immer rein. Von da so mäßig, so, die sind wie so ein Strich, ne? Die gehen echt immer rein, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Aber da gibt es auch noch andere Positionen, wo der Ball eigentlich fast immer reingeht. Außer du triffst vor Sven. Okay, ich meine, Robbens Bälle sind ja auch anscheinend unhaltbar, so wie man sieht. Ey. Ja, wenn er das mal so schafft, wie der eigentlich auch will. Ja. Wenn er im Finale macht, top. Mein Gott. Aggressives Tackling. Ach du Scheiße, da los. Ach du Kacke. Und das ist jetzt die Wirklichkeit. Was macht der Tschech denn da? Ja, Streller kenne ich auch noch, Stocker kenne ich noch und ich weiß nicht, wie der Rechte heißt. Der ist mega jung und mega gut. Wie heißt der? War mega gut. Oh, da kam er angesprungen. Was macht der Tschech denn da? Ohne Scheiß. Mit der Zunge schnalzen, das Ding. Ja, deutlich zu erkennen, dass auch der Torhüter mit einem Schuss aus diesem Winkel überhaupt nicht gerechnet hat. Oh, ich könnte der sogar vielleicht rot geben, ja. Nie im Leben rot, ey. Das wird sehen, was du willst, aber nie im Leben eine rote Karte. Warum doch von hinten? Wey, der Typ ist dann sofort wieder aufgestanden. Ja, das ist nicht nur muss ja nicht immer nur rot sein, wenn er verletzt ist. Ah, doch. Boah, okay. Stark der. Weiß ich nicht, wer war das? Hazard? Ne, mit der 11, keine Ahnung. Der Pass war wunderbar. Der hat die Chance überhaupt erst möglich gemacht. Jetzt könnte fehlt wohl. Da fehlt wohl ein Innenverteidiger. Ich sag ja, die Bälle gehen immer rein. Ist so, ne? Da kann er doch mal. Angeblich ja in dem Spiel nie was machen. Das ist auch bei mir online immer so. Ich mach die immer so, immer. Weil die eigentlich immer reingehen, ist einfach so. So, ich wechsle auch mal aus, weil behindert ist. Weil du kannst mir nie im Leben sagen, dass der unhaltbar ist, der Ach, Schuss. Der Oscar hat die 11, okay. Okay, ich bin fertig. Wollte nur wissen, wer die 11 hat. So. Auf das deutsche Finale freu ich mich schon. Auf jeden Fall zu orakeln. Das wird, glaube ich, mega geil. Wir werden auslosen, wer wen spielt, also wer Bayern und wer Dortmund spielt. Da werden wir auslosen, einfach per random.org oder so im Internet werden wir das machen wahrscheinlich. Und dann, ja, werden wir das schon machen, besser. Pff, weiß ich. Er kann sogar tricksen. Oh, da stehen ja echt viele. Ja, nimm den Ball bloß nicht mit. Spasti, ey. Mein. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Ja, das ist Brasel bei dem Spiel. Ja, das ist Brasel. Ja, warum kommen die überhaupt so weit? Er hätte nicht einfach gegen Tottenham rausfliegen können. Ja, da war auch mehr Glück, glaube ich, als verstanden. Also, die nee. Hat doch. Brasel war schon mega stark. Ja, okay, schlecht waren die nicht zu Hause. Die sind halt zu Hause mega stark. Ja, dann hat er kein Glück. Ja, aber. Naja. Glück ist, wenn du 15 Elfmeter in einem Spiel kriegst. Das ist ja wieder unrealistisch. Ja. Nee, ist einfach so. Kannst du 15 Elfmeter in einem Spiel kriegen? Nee, da kann man nicht. Ja, aber kann doch. Kann möglich sein, ist ja. Ist ja nicht unmöglich. Nee, unmöglich ist es nicht, das stimmt. Ja, man sollte jetzt mit Glück gewinnen, man kann nicht mit Glück gewinnen. Muss ja irgendwas geleistet haben. Entweder ist die andere Mannschaft zu doof oder so. Chelsea hat, das heißt, Chelsea hatte Glück in Barcelona halt damals. So. Die haben einfach ihre Chancen genutzt. Das ist ja kein Glück. Nee. Das ist einfach können. Weil die gegnerische Mannschaft zu doof und da hast du deine Chancen benutzt. Besser kannst du nicht machen. Jetzt schnell spielen. So wie Dortmund fast. Nur die haben die Chancen nicht genutzt. Aber jetzt ist die Kontermöglichkeit vorbei.
Guck, geht da so auch? Ah, nicht ganz. Okay, was heißt, wenn du 15 Meter hast, hast du. Aber die musst du erstmal reinmachen. Ja, erstens das und du hättest ja auch dann die Chancen gehabt immer. Ja. Also wie sagen, ja, die haben so und so viele Chancen nach Tore nach Standards gemacht. Ja, was wäre denn passiert, wenn die nicht gefoult worden sind? Hätte dann wahrscheinlich eine Torchance gegeben. Ja. Stark, Ramirez. Richtig gut. Ach, war auch ein Lappenschuss. Ja, jetzt übertreibt man nicht. So ein Schuss von da. Man kann es mit Lampard machen, aber mit sonst keinem. Oh, mit Ronaldo. Mit Via in Form. Der ohne Witz, der kann so gut schießen, ja, das ist krass. Ja, der auch. Die können zum Beispiel nicht schießen. Jetzt weißt du, warum die in der Schweiz spielen. Ja, wo sollen sie sonst spielen? Ja, wenn sie gut wären, dann würden sie woanders spielen. Siehe Shaqiri halt. Weil der konnte halt schießen und hat dann gewechselt. Nur weil er nicht schießen kann. Ja. Ja, der kann schießen, nein, lass den Kopf. Ja, nee, aber der ist halt besser. Als halt etwas andere Spieler. Manche Typ. Manchmal frage ich mich bei dem Spiel, was haben die Spieler da versucht? Ich denke mir dabei immer, was haben die Spielerentwickler sich dabei gedacht? Ja, oder so. Der hochspringt, den Ball nicht auf der Fresse fliegt. Kann ich bestimmt 5 Jahre meines Lebens Fußball gucken, da wird nicht einmal passieren. Der einzige, was passiert ist, sind die unterspringen den Ball. Ja, fliegen die aber nicht hin. Das stimmt. Das nervt so, weil dadurch passieren so viele Tore, wenn dann dein Typ da hinfällt, ne? Macht er. Also für den war diese Flanke wirklich nicht bestimmt. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich weiß ja gleich, wie der heißt. Der heißt. Ne, auch nicht. Streller auch nicht. Boah, die sind alles so langsam, ne? Du kannst gar nichts. Kannst gar nicht mit Basis vernünftig spielen, weil die alle Pace von 50 haben bestimmt. Ja, das stimmt. Da müsste eigentlich das total dumm war. Okay, zu. Was heißt so Orakel, ne? Ja, dann andere Spiel ja, ging nicht. Das können wir auch noch tippen. Hier, Fenerbahce gegen Benfica war auch. Das wäre so cool gewesen. Dazu. Ja. Das ist ja wenigstens schön. Ja, wenigstens beide. Chelsea ist ja voll überlegen gegen Basel einfach. Welchen Spiel 2-0 gewonnen hat, glaube ich. Ich tippe. Oh, tippe ich also, der. Ich Fenerbahce hat 1-0 gewonnen. Ich sag, Fenerbahce kommt weiter. Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass echt Fenerbahce weiterkommt. 1-1, also ich sag, ich tippe 1-1. Was hab ich denn da? Wohl Fenerbahce ist echt auswärtsstark, das ist ja das. Ja, Benfica ist zwar heimstark, aber wenn du auswärtsstark bist, schießt du normalerweise in auswärts immer ein Tor. Na komm, ich muss ja aber mal was tippen, damit das hier wenigstens. Jawohl. Alter Schwede, den hätte man auch haben können. Warum? Ja, ich sag mal, dafür, dass er ein bisschen spannender wird. Ich sag mal. 2-1 für Benfica sogar. Aber Fenerbahce, ich glaube echt, dass Fenerbahce weiterkommt. Normalerweise habe ich jetzt auch unentschieden getippt, aber 2-2 glaube ich nicht so und deswegen sage ich mal vielleicht gewinnt Benfica dazu. Oh, das könnte Geld geben. Boah, das war aber auch ein krasses Foul. Auch ein krasses Foul. Immer so knapp, ey. Gibt Doppelgelb. Lukas Gelb, komm, oder? Nee, gibt doch kein Doppelgelb. Nein. Ja, komm, lange Kirsche. Ja. Ach du Kacke. Ja, super, da war eine super Kirsche. Oh Mann, ey. So duselige Tore gerade im so Moment. So dumm, ne? Der grad eine Tor ist auch passiert, weil du ausgeworfen hast und dann habe ich den Ball bekommen. Jetzt das hier, die Scheiße, habe ich nach vorne gezogen und dann so ein Scheiß. Ja, gerade so der komische, der Tor hat gedroht. War von hinten. Ja, aber dann nur gestrichen. Egal, von hinten. Ja, gerade der komische Kopfballtor, da war irgendwie total dumm. Ja, ja aber der warum Schichter kann ich den schon wieder machen? Nicht wechseln? Oh, das weiß ich nicht. Ich hätte jetzt, wenn ich den, hätte ich bestimmt noch vielleicht reinflanken können, wie der. Ich weiß ja nicht, was der da dann versucht hätte, aber. Ich will doch nur wechseln. Einen muss ich noch umhauen. Ich wollte auch eigentlich nicht zu dem, sondern eher zu dem Ramirez, aber okay. Das ist natürlich die Spieler-KI. Aber das können sie echt noch ein bisschen verbessern. Ne? Ja, auch wenn ich jetzt nach oben drücke, passt der nach unten. Das ist ja das. Ja, das ist echt so. Das ist ja nicht so, dass ich dann auch nach unten drück.
Och Mann, Oscar, ey. Das war auch richtig stark. Alter, Lampard ist jetzt in so eine Granate im Laufen. Das gewinnt mich, ey. Schade. Oh, viele Tore, ey. 3-3 ist schon nicht. Oh, Junge, Junge. Wäre ein geiles Spiel, 3-3. Obwohl, da, ich, aber Thais Basel ist schlecht bei dem Spiel. Ja, ich meine, du bist auch kannst, 10, ne? Du kannst sie gut spielen, das ist nicht das Problem, so finde ich. Nur, ja, voll, aber was willst du gegen Chelsea jetzt machen? Ja. Wenn jetzt irgendwie, denk mal, gegen Benfica oder so spielt, sag ich mal, bist du bestimmt mit Basel besser. Mann, nur gerade abschieben, abziehen, ey. Boah, der wollte auch noch ins Aus, ey. Da kommen sie offensiv unlos. Stark. Muss das Siegtor noch machen, ja. Oder auf jeden Fall nicht mehr reinbekommen, das wäre ganz gut. Boah, ey, oder sowas, ne? Ja, das ist First, das hat sogar Messi. Okay, aber da passiert halt auch so ab und zu, ne? In echt. Was macht der Torres? Ohne Scheiße, ne? Torres war schlechtester Mann auf dem Feld. Mit dem Torwart von dir. Und zu dem. Was macht er? Was macht der? Was heult der da oder was? Ich ging ab gerade kaputt, wie die passen war. Steil komisch, voll offen da hinten wieder. Einer heult da auf dem Platz. WTF, was macht er denn? Ah, komm, Ecke-Tor, Ecke-Tor, das ist wieder 90. Ecke-Tor. Das ist immer so. Was macht der? Ich schwöre, der Torres, ne? Warum macht der nicht einfach einen Kopfball? Ich wollte gerade abziehen! Ist so, der hat ja. Warum macht er nicht einen Kopfball? Der versucht dran, dreifachen, fünffachen Flickflack. Komm, Höhepunkte sind noch da drin. Nee, leider nicht. Ich möchte ein Tor, ich möchte ein Tor von dir sehen. Was? Guck mal, ich habe sogar zwei Spieler, die haben gar kein Bild drin. Was macht der Tschech denn da? Wieso kein Bild drin? Ja, die haben kein Bild drin. Bei Spielerbewertung? Ja. Tschech mit 5,9. Ja. Du hast mit dem Guten gar nicht gespielt. Torres 8,8. Ja. Bester Mann auf deinem Feld. 8,0 hat bei mir Torres. Bester Mann, ja genau, ey. Bei mir Torres Marte 8,8. Hat mir gerade auffällt, warum spielt der Hazard denn rechts und nicht links? Und der Oscar dann, ja. Ja, naja, egal. Warum Terry als Rechtsverteidiger? Warum nicht? Der Typ ist grottenlangsam, Alter. Wie soll ich denn sonst auf rechts spielen lassen? SW, besser Lewis in. Okay, dann Ivanovic rechts spielen lassen können. Ja, ich hab nicht gesehen, so wie die spielen. Ich hab, weil da war Zeitende. Du hattest noch 20 Sekunden. Ja, das weiß. Ja, aber. Das war irgendwie komisch. Irgendwie habe ich mich nicht darauf so konzentriert. Schüsse aufs Tor, 3. Ach du, oh, Tor, das war so schlecht, ne? Naja, egal. Meinte war 3-0 für Chelsea, Lars sagt 2-1 für Chelsea. Ne, 3-1 für Chelsea. Ja. Orakel war 3-3, 3-3 wäre top. 3-3 wäre ein Hammerspiel. Bei Fenerbahce gehen mit Flicker. Ja, dann kommt aber Basel weiter, Junge. Ne, doch. Gar nicht, nee, Chelsea. Kommt, weil ja die gewonnen haben. Ja. 21:05 ist der Anstoß. 21:05 ist auch Anstoß bei Benfica gegen Fenerbahce. Wir sagen auf jeden Fall, dass Fenerbahce und Chelsea im Finale kommen, wäre ganz okay. Wären wir auch natürlich Orakel im Finale, natürlich. Ja, wie denn? Wie willst du denn Fenerbahce? Ja, okay, Fenerbahce, Orakel wäre voll scheiße. Ja, Fenerbahce gibt's nicht, also gibt's halt kein Finale. Orakel, außer Benfica also schafft das. Ja, damit, ja, ist irgendwie komisch. Fenerbahce gibt es nicht im Spiel, ja, das ist komisch. Spielt einfach Gala. Ja, da müssen wir, da müssen wir mal gucken, kann man vielleicht lassen uns mal einfallen, weiß ich nicht. Vielleicht kommt ja auch Benfica weiter, müssen wir erstmal gucken. Am Wochenende auf jeden Fall mega geil. Samstag, Bundesliga-Orakel. Bayern gegen Dortmund, oder also Dortmund gegen Bayern in Dortmund. Ich darf Dortmund spielen, der Lars Bayern, mein Controller ist runtergefallen. Ja. Aber ist nicht schlimm. Und Weltorakel war Manchester United gegen Chelsea, auch mega gut. Samstag 14 Uhr und um 17.30 Uhr, ja 17.30 Uhr, definitiv einschalten, 21:05 Anschluss auf Kabel 1, zeigen sie Free TV. Chelsea gegen. Bist du langsam mal fertig? Jetzt bin ich fertig, ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss! Tschüss!